Riesen-Boris und Trillerpfeifen. Zum Auftakt des Parteitags der britischen Konservativen in Manchester am Sonntag sind tausende Menschen auf die Straßen gegangen. Zum Einsatz kommt dabei auch eine 6 Meter hohe aufblasbare Puppe, die Premierminister und Tory-Parteichef Boris Johnson und seine Brexit-Politik bloßstellen soll. Bei einem Marsch von Gewerkschaften und linken Gruppen in der nordenglischen Stadt protestieren die Teilnehmer mit Bannern, Trillerpfeifen und Trommeln gegen Sparpolitik und Kürzungen im Gesundheitssystem. Eine zweite Demonstration richtet sich gegen den geplanten EU-Austritt und das kompromisslose Vorgehen der Regierung im Brexit-Streit mit dem Parlament.